Vor dem zweiten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Der HSV tritt am Sonntag um 13:30 Uhr beim SV Sandhausen an. Uns begleiten mindestens 3.400 Fans. Das ist nämlich das Gästekontingent, was uns der Gegner zur Verfügung gestellt hat. Mehr als die üblichen 10%. Und ja, dann kommen mindestens 3.400 HSVer mit. Bei mir sitzt wie immer unser Cheftrainer Christian Titz und ich bitte um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Babak Milani von der Bild-Zeitung. Jetzt Moment, das Mikro ist da. Kannst du das Mikro bitte nehmen? Danke. Wiederhole ich mir nochmal. Der Leo Lacroix hat heute erstmals mittrainiert. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Wird er gegen Sandhausen dabei sein, möglicherweise sogar starten? Und weshalb haben Sie ihn überhaupt geholt? Also geholt haben wir ihn, weil wir wissen, wenn sich bei uns auf der Innenverteidigerposition noch jemand verletzt, dass es eng wird. Aufgrund der verletzten Situation, da wussten wir, dass wir Handlungsbedarf haben. Und deswegen haben wir ihn geholt, weil er ein Spieler ist, der eine gewisse Größe und Körperlichkeit hat, der bei hohen Bällen eine Qualität hat. Gerade wenn so eine Mannschaft wie wir mit den hohen Bällen auf die zweiten Bällen gehen muss, bringt er eine Stärke mit. Und er auch in der Vergangenheit nachgewiesen hat, dass er auch ein Spiel mit dem Ball gestalten kann. Inwieweit wir ihn für das Spiel am Sonntag berücksichtigen, mag ich mich jetzt noch gar nicht festlegen. Das war heute die erste Trainingseinheit. Es ist immer schwer, wenn du einen Spieler komplett neu da hast. Der konnte jetzt nicht so trainieren, wie du es vorstellst. Die Mannschaft ist komplett neu. Die Idee, die wir umsetzen wollen, da wollen wir auch noch den Morgentag abwarten. Dann werden wir eine Entscheidung treffen, wie wir es machen. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Mit den beiden Neuzugängen dieser Woche sind dann ja eigentlich zumindest auf der Einkaufsseite, die Transferbemühungen abgeschlossen. Wie zufrieden sind Sie als Trainer mit dem, was jetzt Herr Becker Ihnen quasi sozusagen vorsetzt? Ich war davor schon nicht unzufrieden gewesen. Das habe ich auch oft genug zum Ausdruck gebracht. Und ich bin allerdings froh, dass wir zwei weitere Spieler in unserem Kader haben, die uns natürlich auch mit ihrer Qualität Alternativen bescheren. Der eine als Innenverteidiger, wo bei uns auch ein Stück weg die Personaldecke etwas dünner war. Und mit Orion Mangala, ein Spieler, der auf der 6 aus der 8 sehr vielseitig einsetzbar ist und der einfach ein anderes Spielelement bei uns reinbringt. Thorsten Vorbauer, NDR Fernsehen. Dann haben Sie jetzt noch mit Ekdal und Kostic zwei, die ja, gehen wollen, gehen werden. Bei Ekdal sieht es ja wohl danach aus, als ob sie ja, was in den nächsten Tagen tut. Philipp Kostic ist der eine, den Sie jetzt noch ganz normal mit berücksichtigen für Sandhausen? Ja, ich will bei Philipp gar nichts ausschließen. Wie schon bereits gesagt, ich weiß, dass es da Interessenten gibt. Ich finde, er ist auch alles dazu gesagt, was für Interessen der Spieler hat, was für Interessen wir haben. Aber er ist momentan noch Kaderspieler bei uns und er hat jetzt vernünftig trainiert. Und solange er unter Vertrag steht, berücksichtige ich auch Spieler des Kaders. Gerne nochmal, Thorsten. Sandhausen. So ein bisschen. Ja, die graue Maus der Liga, so das Synonym für zweite Liga. Die freuen sich alle auf den HSV. Also, ich glaube, dass wir da alle gut beraten sind, wenn wir mal genauer hinschauen, dass es keine graue Maus der zweiten Liga sind. Die gehen ins siebte Jahr in die Liga und eigentlich immer recht sorgenfreie Seasons mit ihrer Mannschaft gespielt. Und deswegen von grauer Maus zu sprechen, fände ich unangebracht. Und es würde auch nicht dem Respekt gegenüber diesem Gegner darstellen. Die haben einen jungen, sehr akribischen Trainer, der sich auf die Gegner sehr, sehr gut einstellt, seine Mannschaft gut vorbereitet. Und das wird uns auch erwarten. Wir kennen uns beide selbst. Wir haben eine Vergangenheit, weil wir aus der Stadt kommen, weil wir oft gegeneinander gespielt haben. Und ich schätze meinen Kollegen sehr, weil ich weiß, wie gut er seine Mannschaft aufstellt und vor allen Dingen, wie interessant sie immer Transfers machen, um die richtigen Puzzleteile zu holen, dass sie eine gute, sorgenfreie Liga spielen. Und dahin zu gehen, wie so gerne das andere gemacht haben, meinen, die kommen da auf einen Underdog und das geht so einfach, das wäre der größte Fehler. Wir werden auf einen sehr gut vorbereiteten Gegner treffen. Und wir werden, wie schon gesagt, auf eine Mannschaft treffen, die sich in der zweiten Liga mit ihren Platzierungen in den letzten Jahren etabliert hat. Simon Brasch von der Mopo. Herr Titz, Sie kennen Sandhausen gut, kommen dort aus der Gegend, haben dort auch gespielt, ich glaube in der Jugend. Ja. Ist dieser Verein noch in irgendeiner Weise mit dem vergleichbar, was Sie damals dort vorgefunden haben? Nein, das kann man gar nicht. Alleine, wenn man das Stadion noch in Erinnerung hätte. Ich habe ja selbst das Spiel abends auch noch in dem Stadion gespielt. Aber da gab es keine einzige Sitzplatztribüne. Da gab es keine Tribüne, die überdacht war. Das war ein Rasenplatz mit Stehrängen drumherum. Und dann war
früher klassisch das Vereinsheim hinten dran mit zwei Kabinen unten drin. Und das war ein Verein, der mit den Menschen, mit den Leuten, die im Verein gespielt haben, gelebt hat. Aber was man trotzdem nicht vergessen darf, schon in der Vergangenheit, die wurden früher immer als das Bayern München der Oberliga genannt. Also damals war Oberliga noch die dritte Liga und Sandhausen hat immer oben mitgespielt und hat auch in den Aufstiegsrunden zur zweiten Liga teilgenommen. Also war immer schon ein Verein, der an dem Profifußball ein Stück weg ab angeklopft hat. Und ich persönlich kann nur von mir sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich übrigens auch auf die neue Infrastruktur. Das ist jetzt ein Profiklub, der hat eine komplett andere Infrastruktur. Ich freue mich drauf, den Verein wiederzusehen, Menschen, die ich vielleicht noch kenne. Und bei mir logischerweise ist es ein Gang in die Heimat zurück. Da werden viele Freunde, Verwandte und Bekannte da sein. Dennis Krämer von der Bild-Zeitung und gerne direkt im Anschluss Markus Jürgensen von Sky Sport News. Was erwarten Sie taktisch von Sandhausen? Das wird ja ein ganz anderes Spiel als gegen Kiel. Glaube ich, die letzte Saison die beste Abwehr der Liga gestellt. Kommen sehr übers Körperliche. Und die Anschlussfrage, es gibt ja doch den einen oder anderen in Ihrem Kader, der eher Bayern München und Dortmund gewohnt ist. Ist das vielleicht ein kleiner Kulturschock dann doch, das Stadion da? Und wie bereiten Sie Ihre Mannschaft darauf vor? Also vom Stadion selbst, glaube ich, wird kein Kulturschock sein. Da ist ein etwas kleinerer Stand, 5000 Zuschauer. Wir werden gefüllte Stadion reinkommen mit einer guten Atmosphäre und der Rasenplatz dort ist auch im guten Zustand und die Zuschauer sind auch da, also da das glaube ich nicht und das wird auch glaube ich nicht in den Köpfen der Spieler drin sein, sondern es wird eher in den Köpfen sein, dass wir wissen, dass wir auf eine gut gestaffelte Mannschaft stehen. Sandhausen hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie oftmals auch ein Stück weit aus einer gut organisierten Defensive kommen. Es ist auch ein bisschen offen, in was für einer taktischen Variante sie anlaufen werden, ob das jetzt ein 5-2-3, ein 5-3-2 oder ob es ein 4-4-2 oder ob sie vielleicht was ganz anderes für sich wählen. Ja, das ist ja die Variabilität, die dieser Trainer und diese Mannschaft an den Tag zeigt, dass sie sich gut auf den Gegner einstellen. Und wir werden aber auf den Gegner treffen, das kann man schon vorweg sagen, die diszipliniert verteidigen wird, die auch gerade, wenn es um die zweiten Bälle geht, unglaublich jagen werden, die ins Gegenpressing reingehen, die eine Körperlichkeit ins Spiel bringen und die sehr gefährlich im Umschaltspiel sind. Ist deine Frage noch offen, Markus? Ja, dann. Sie haben ja gesagt, keine graue Maus und dass man das ernst nehmen muss, warum sind Sie denn davon überzeugt, dass das auch bei Ihrer Mannschaft angekommen ist? Weil ich glaube, dass das ein mediales Thema ist, um es mal ganz offen auszusprechen. Wir werden immer auf die Dinge angesprochen. Glauben Sie mir, bei uns weiß jeder, dass wir zweite Bundesliga spielen. Bei uns weiß jeder, auf was für Mannschaften, was für Gegner wir treffen. Aber dann wird halt gerne ein bisschen öffentlich Dinge fast ein bisschen höher gespielt, wie sie wirklich sind. Da meint sie, einer geht bei uns in die Kabine rein und weiß, oh, wenn ich heute rausgehe, ist eine zweite Bundesliga, ich kann es mit 80% machen. Nein, das weiß niemand, das will auch niemand. Aber wir treffen halt auf Gegner, und das muss uns auch klar sein, das hat auch das letzte Spiel gezeigt, die über die komplette Spielzeit alles reinwerfen werden, ja, die uns wirklich alles abverlangen werden. Und bei Sandhausen wird auch jeder gewarnt sein, weil die haben 1-0 geführt bis zur, ich glaube, 78. Minute. Und die haben dort ein Spiel gemacht, das hat nicht danach ausgesehen, als ob die in Fürth verlieren. Die haben dann halt auch, wie das im Fußball auf diesem Niveau ist, wenn du dann einen Fehler machst, und dann kommt mal kurz eine Verunsicherung rein, dann hast du vielleicht einen zweiten Fehler, dann kannst du ganz schnell ein Spiel verlieren. Und da wissen wir ganz genau, was uns erwartet. Das werden wir auch dementsprechend annehmen. Babak Milani nochmal von der Bild-Zeitung. Herr Titz, Sie sagten, die werden schon gut formiert hinten drin stehen und aus der Defensive rauskommen und auf den HSV warten. Wie wollen Sie denn dieses, in Anführungszeichen, Bollwerk aufbrechen, knacken? Ich habe nicht gesagt, dass die hinten drin stehen werden. Ich kann meinen Kollegen nicht immer lesen, ja. Ob der vielleicht schießt, entscheidet uns anzulaufen. Bis jetzt hat es so gezeigt, wir sind ja jetzt ein anderer Gegner, wie es führt bei einer anderen Mannschaft. Bei uns weiß man, dass wir auch versuchen, über die Spielkontrolle, über den Ballbesitz zu kommen. Und dann kann es durchaus sein, das kann ich auch von 1000 zutrauen, dass die uns vorne anlaufen. Dass die sagen, wir kommen mit rein, zwei hinten dran. Das wissen wir nicht. Das ist immer auch ein bisschen eine offene Sache, genauso wie es offen sein wird, was wir dementsprechend entgegensetzen haben. Aber trotzdem, was die Mannschaft auszeichnet, dass sie sehr kompakt ist, dass sie enge Abstände haben, dass sie sehr diszipliniert verteidigt, dass sie sich rauslocken lässt, dass sie griffig in den Zweikämpfen drin sind. Und dem müssen wir natürlich entgegnen, wenn wir im eigenen Ballbesitz sind, dass wir ein Stück weit geduldig spielen und wenn die Räume aufgehen, dass es dann auch schnell geht, dass wir dann unsere individuelle Klasse mit dem ersten Kontakt reinbekommen. Und wir müssen auch wissen, wenn wir die Bälle verlieren, dass wir direkt in den Nachzweikampf reinkommen auf den zweiten Ball, dass wir da konsequent sind, dass wir da gar nicht schludrig sind und dass wir die auch annehmen. Vor allen Dingen auch schon hinsichtlich, dass du dabei keinen Tempo-Gegenstoß für dich bekommst. Kai Schiller vom Abendblatt nochmal.
können Sie schon sagen, ob Matti Steinmann ausfallen wird, der die letzten Tage nicht mittrainieren kann? Nein, ist jetzt noch nicht vorher zu sehen. Also eher positiv verlaufen. Der hat ja heute separat getestet worden und das ging schon sehr gut. Und jetzt wird morgen abschließend getestet, ob es hinhaut oder nicht. Ich würde jetzt keine Prognose abgeben, weil ich immer eher vorsichtig bin bei Dingen, wenn es so ein bisschen muskulär ist. Das kann morgen ziemlich gut sein, es kann halt aber auch sein, dass es dann doch nicht hinhaut. Lars Pegelow, NDR 90,3. Ich hätte noch eine personelle Frage. Pierre-Michel Lasogga hat öfter jetzt vorne gespielt im Training. Was würde für ihn sprechen und wie gibt er sich im Moment so im Training, nachdem er jetzt zuletzt nicht in der Startelf war? Also Bär verhält sich nicht anders wie zuvor. Der bringt sich wirklich voll in die Mannschaft ein, egal ob er jetzt gespielt hat oder nicht. Und ist auch von seinem Charakter her wirklich ein sehr unterstützender Spieler, der auch den anderen Spielern hilft. Und für einen Einsatz für ihn würde ich sprechen, dass wir auf einen Gegner treffen, der über Körperlichkeit kommt, wo du mit Bär, wenn du ihn hoch anspielst, wo es den Körper reinsteht, wo er Bälle sichern kann. Wenn wir einen Gegner vielleicht schon mal in der Box bespielen, dass wir ein Spiel haben, der in der Box seine Stärken hat, der einen guten ersten Kontakt hat. Und das habe ich aber auch schon vorher gesagt, eine Mannschaft besteht mehr wie aus den Spielern, sondern aus einem kompletten Kader und jeder unserer Spieler, den werden wir über den Verlauf der Saison benötigen. Und Sandhausen kann ein Spiel sein, wo wir wahrscheinlich eher einen Spielertyp wie Bär benötigen, der mit seiner Wucht, mit seiner Körperlichkeit, mit seinem durchsetzenden Vermögen in der Box kommt. Es scheint alles beantwortet zu sein. Ja, dann herzlichen Dank für das Interesse. Schönen Tag.